Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Chiller-Unboxing hier auf der Crew. Ich habe mir mal wieder neue Technik geholt und weil es für einen YouTuber einfach super unnatürlich ist, Pakete zu öffnen, ohne dass gleichzeitig eine Kamera läuft, habe ich mir gedacht, packe ich dieses riesige Ding hier einfach mal wieder auf dem Crew-Channel aus, damit ihr mal seht, was ich mir geholt habe und warum ich es mir geholt habe. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, dass ich diesen riesigen Karton öffne. Ich hoffe, das Ding, was da drin ist, ist nicht wirklich so groß wie dieser riesige Karton, aber das werden wir gleich sehen. Einmal schön hier alle Seiten öffnen. Ja. Ich kann schon mal so viel verraten. Man kann das, was ich hier drin habe, nur bei Apple kaufen, obwohl es nicht von Apple ist. Abgefahrene Sache. So, machen wir das mal hier auf und... Okay, scheiße, der Karton ist tatsächlich so groß wie der Umkarton fast, also so viel Luft war da gar nicht drin. Oh, und schwer ist das Ding auch noch, zum Glück ist es nichts, was man mit sich rumtragen will, aber ja, ihr habt schon gesehen, wahrscheinlich habt ihr es auch schon im Titel gelesen, ihr seid ja nicht bescheuert, ich habe mir eine Blackmagic E-GPU geholt, also eine externe Grafikkarte für einen Mac. Ja, im Endeffekt, man kann es glaube ich auch mit anderen Computern außer einem Mac verwenden, solange die das richtige Interface unterstützen. Und es gab ja auch in der Vergangenheit schon eine ganze Menge Thunderbolt 3 E-GPUs, zumindest so Gehäuse, wo man dann Grafikkarten reinstecken konnte, die auch schon mit Windows und Mac funktioniert haben. Aber dieses Ding hier ist jetzt eben die erste All-Integrated-Lösung, die es gibt. Und ich würde sagen, ich packe das erstmal noch zu Ende aus. Ich interessiere mich nämlich selber unglaublich dafür, wie groß das Ding jetzt ist und wie es tatsächlich aussieht, bevor ich euch erkläre, warum ich mich jetzt für diese eGPU entschieden habe und nicht einfach eine eGPU-Enclosure, heißt es glaube ich, einfach so ein Case mir geholt habe, wo man irgendwelche noch stärkeren Grafikkarten reinstecken kann. Aber gut, wir haben hier an der Seite noch mehr Folie. Ein Glück, dass ich wieder ein großes Unboxing-Messer am Start habe. Und die kann man einfach mal aufschnibbeln und dann hier den Deckel, ach Mensch, ist das kompliziert, hier oben anheben. Und yo, dann sehen wir noch mehr Styropor, Leute. Ist das nicht krass? Blackmagic eGPU. Ja, Gesicht verdecken, dass der Autofokus mitmacht. Blackmagic eGPU. Wir haben hier ein ganzes Booklet dazu. Was mich aber nicht interessiert, denn ich hoffe, dass dieses Ding so Plug and Play ist, wie nur irgendwie möglich. Und ich sehe jetzt gerade schon, ja, es ist tatsächlich schon größer als erwartet. Und jetzt bin ich noch froher, dass ich mir das Ding geholt habe und nicht irgendein Konkurrenzprodukt. Denn eins der größten Vorteile von dem Ding soll die geringe Größe sein. Des Weiteren haben wir hier unten in der Verpackung, die jetzt übrigens leer ist, noch weitere Kabel. Nehme ich mal an, dass es Kabel sind. Ich hoffe, es sind Stromkabel drin. Und tatsächlich ist dem so. Wir haben ein Stromkabel, ganz normal. Und, Halleluja, etwas, wo ich schon ein bisschen Bammel hatte, auch ein Gesicht verdecken Thunderbolt 3 Kabel. Denn ja, dieses Ding lässt sich über Thunderbolt benutzen, beziehungsweise man muss es sogar über Thunderbolt benutzen. Und ich war mir vor dem Kauf gar nicht sicher, ob ich hier im Haus noch irgendwo ein freies Thunderbolt Kabel rumliegen habe. Aber glücklicherweise, wie gesagt, ist hier direkt eins mit dabei. Aber gut, schauen wir uns das Ding mal an. Es ist so groß, Leute. Es ist wirklich ein riesengroßer Klotz. Es ist, glaube ich, auch größer als der Mac Pro, also der gesamte Mac Pro. Und es ist schon ziemlich heftig. Ja, hier ist das Ding. Es ist schön groß, schön, schön Space Grau, das muss man sagen. Also wenn man so neben sein MacBook stellt, es ist so leicht dunkleres Space Grau als das Space Grau von den MacBook Pros, aber es ist ähnlich genug, als dass es gut nebeneinander ausschauen würde. Und ich glaube, es ist eher so das Space Grau vom iMac Pro, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil für den iMac Pro braucht man eine eGPU eigentlich nicht. Aber es sieht schon mal gut daneben aus. Es ist voll aus Aluminium, das ist so ein großer Aluminiumblock. Ja, hier rundrum ein Ding. Und wenn der Auto, so, ich muss mich hier immer hinter verstecken, damit der Autofokus nicht auf mein Gesicht geht. Aber wenn man sich das mal anschaut, sieht man ein großer Alu-Block und ganz viele Anschlüsse auf der Rückseite. Ganz oft USB, HDMI, was ich wohl nie benutzen werde, und
zweimal Thunderbolt, was für mich der absolute Segen ist. Denn das bedeutet, dass ich mein Thunderbolt-Display bzw. mein USB-C-Display hier in die eGPU einstecken kann und dann die eGPU in mein MacBook. Was bedeutet, dass ich weiterhin nur ein einziges Kabel verbinden muss, wenn ich die eGPU mit meinem externen Monitor verwenden will. Und genau das ist mein Plan. Ich werde mir das Ding hier neben meinen Monitor stellen, alles verbinden. Und die Idee ist, dass wenn ich dann irgendwie ins Studio komme, mein MacBook anstöpsel und Videos schneide, dass das Ganze dann deutlich schneller funktioniert. Apple gibt an, dass mit der Grafikkarte, die hier drin ist, steht auch irgendwo nochmal genau drauf, welche das ist. Warte, an der Außenverpackung habe ich es noch gelesen. Das ist eine RX 580. Ja, mit der soll die Grafikleistung von den neuen MacBook Pros ums 2,5-fache verbessert werden von den 15 Zollern und von den 13 Zollern, die ja keine eigene Grafik haben, sogar um das 8-fache oder so. Und mein MacBook ist ja eins der Generation davor, das heißt, es ist sowieso grafiktechnisch schon ein bisschen schwächer und deswegen erhoffe ich mir mal so um die 3-fache Powersteigerung durch dieses Ding. Ob das funktioniert, wie das funktioniert, das werde ich natürlich erst sehen, wenn ich es ausprobiert habe und ein Review dazu kommt auf jeden Fall auch auf dem Felix-Bar-Kanal, aber das ist halt so der Gedanke. Man hat einen MacBook, mit dem man unterwegs ist, mit dem man flexibel ist, ja, mit dem man nicht ortsgebunden ist. Aber wenn ich hier im Studio arbeite, kann ich denselben Rechner mit mehr Grafikpower nutzen durch diese eGPU. Und ich habe schon länger Bock gehabt, mir eine eGPU zu holen, weil ich diesen Gedanken eigentlich mega cool finde. Aber bisher habe ich mich, um ganz ehrlich zu sein, einfach nicht so wirklich getraut, denn eGPUs sind so eine Sache, die funktionieren, abgesehen von der, eigentlich nicht so wirklich Click and Play. Du musst dich vorher informieren, welche Grafikkarte ist eigentlich die beste, wenn ich Final Cut damit nutzen will. Dann musst du schauen, welche Grafikkarte passt in welches eGPU-Case rein. Du musst dich informieren, welches überhaupt mit macOS kompatibel und so weiter und so fort. Dann musst du dir das Case bestellen, die Grafikkarte, alles miteinander verbinden. Und es mag ja sein, und ich bin mir sicher, unter euch sind auch einige, die damit gar kein Problem haben, die sowieso alles über Grafikkarten wissen, das dann alles verbinden und da vielleicht sogar mit einem deutlich besseren Preis-Leistungs-Verhältnis als bei dieser Blackmagic GPU eine Menge Leistung aus dem Mac rausziehen. Aber ich habe mich jetzt halt eben genau deswegen für die entschieden. Ich muss mir theoretisch, ich werde es gleich ausprobieren, ob das auch genauso funktioniert, keine Gedanken machen, einfach einstöpseln, los geht's und zack, hat mein Mac magisch mehr Power, Final Cut exportiert, schneller, läuft flüssig und so weiter und so fort. Und da Blackmagic diese eGPU auch in Kooperation mit Apple entwickelt hat und exklusiv durch Apple verkauft, erhoffe ich mir halt auch eine sehr gute Optimierung auf die Hardware, wenn man diese eGPU nutzt. Man kennt das Phänomen ja allgemein von Macs, dass sie oft nicht die Top-Prozessoren oder die Top-Grafikkarten verbaut haben, aber Final Cut trotzdem super krass darauf läuft, weil es eben so gut optimiert ist. Und weil ich halt eben die eGPU hauptsächlich für Final Cut gekauft habe, erhoffe ich mir eben genau das von diesem Ding und habe mir nicht einfach irgendeine externe von irgendeinem anderen Hersteller geholt. Aber ja, das war's mit dem Unboxing. Ich werde es jetzt gleich anschließen, bisschen rumprobieren und dann seht ihr irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen das Review auf dem Felix-Bar-Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.